Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Techniktraining. Wir haben euch ja das Video versprochen, jetzt ist es endlich fertig und wir können loslegen. Passt bitte beim Nachmachen oder Mitmachen, wie ihr das wollt, ein bisschen auf und ja, viel Spaß dabei. So, wir fangen an mit dem Combat Stance. Und zwar gehen wir aus dem Passiv Stance, wo wir die Füße parallel haben, die Arme hängen locker runter. Gehen wir ganz leicht, entweder mit einem kleinen Schritt nach vorne oder nach hinten. Ich gehe jetzt mal gerne nach hinten. Wir drehen uns mit den Füßen um 45 Grad ein und setzen uns leicht ab. Das heißt, dass wir hier ganz locker in den Knien sind, ist eine bequeme Haltung und somit haben wir den unteren Teil schon mal abgeschlossen. Als nächstes nehmen wir die Arme einfach locker nach oben. Hände sind nicht verschränkt, sondern liegen einfach hier locker entspannt hintereinander. So, damit haben wir schon den Combat Stance. Ich zeige es nochmal. Aus der Ausgangsposition raus, aus dem Passive Stance. Das heißt, ein Fuß leicht zurück, 45 Grad eindrehen, leicht in den Knien absetzen, Hände nach oben. Hieraus können wir jetzt ganz entspannt agieren. Wir können nach vorne gehen, wir können nach hinten gehen. Das Ganze geht natürlich auch mit einem Schritt nach vorne. Das heißt, ich setze jetzt hier einen Schritt nach vorne, drehe mich jetzt 45 Grad ein, setze mich in den Knien ab und bin auch hier im Combat Stance. Der große Vorteil des Combat Stance ist es, dass hier dieser Bereich, der Unterleib, sehr leicht zu schützen ist, beziehungsweise schon geschützt ist, weil er eben nicht einfach offen liegt. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, insbesondere diesen Bereich durch einen Angriff von vorne gut abzudecken. Es gibt andere Stance oder Stände, wo das eben einfach nicht so ist. Deswegen nutzen wir den Combat Stance. Okay, aus dem Combat Stance raus können wir wunderbar mit dem Keil arbeiten. Das heißt, beim Keil nutzen wir im Grunde genommen schon die halbe Bewegung, die wir schon fertig haben. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal in den Combat Stance. Das heißt, verschieden hier 45 Grad eindrehen, absetzen, Hände sind oben. Und beim Keil ist es jetzt so, dass ich hier in einem Winkel von roundabout 135 Grad nach vorne gehe. Den machen wir jetzt erstmal als Trockenübung. Das heißt, ihr könnt euch das erstmal anschauen von vorne. Bam. Ihr seht, dass ich hier auch schon den Schritt in den Gegner rein mache, weil da will ich ja hin. Ich möchte die Distanz zum Gegner möglichst verkürzen, um Reichweitenvorteile einfach hier zu reduzieren. Das Ganze nochmal von der Seite und nach vorne. Okay. Im nächsten Schritt machen wir das mal in einer Partnerübung. Dann können wir natürlich auch direkt sehen, wie sich das gestaltet und warum wir das überhaupt machen. Die häufigste Angriffsart im Straßenkampf ist tatsächlich unten eine Bewegung von außen. Das heißt eine Schwingerbewegung, eine Kreisbewegung. Es wird geschubst und dann von außen reingeschlagen. Das seht ihr auch bei ganz vielen YouTube-Videos beispielsweise, wo ihr einfach erkennen könnt, dass immer irgendwie so eine Bewegung von außen kommt. Und da wollen wir natürlich gerade mit dem Keil massiv dran arbeiten und da einsteigen, dass wir das verhindern, ja, dass wir da getroffen werden können. Okay. Wir gehen jetzt im ersten Zuge mal davon aus, dass der Angriff mit dem Schwinger rechts passiert. Ja, Klassiker ist, ich zeige es mal eben kurz, das Schubsen, zack. Ja, bam, ich schubse ihn hier und dann komme ich hier mit meiner rechten und gehe rein und bügel denjenigen weg. Das ist jetzt die Ledermann. Wir lassen den Schubsteil weg und arbeiten jetzt erstmal den Keil an. Das heißt, ich werde jetzt hier mit dem Schwinger rechts angegriffen und gehe jetzt in den Mann rein. Und ihr seht, dass hier mein Unterarm mit dem Bizeps trifft und der andere Unterarm am Hals einschlägt. Das heißt, wenn Sven das jetzt hier nicht schützt, diesen Bereich, dann werde ich hier massiv auf seinen Hals einwirken. Das tut nicht nur weh, sondern da ist auch verläuft auch der Vagusnerv. Das heißt, auch hier wird es einen Effekt auf den Körper haben, wenn wir richtig gut treffen. Der Vagusnerv ist unter anderem dafür zuständig, den Blutdruck zu regeln. Wenn es gut läuft, dann haben wir das Thema hier schon beendet. Darauf sollten wir uns natürlich nicht verlassen. Es ist einfach nur eine Eingangstechnik.
Wir gehen hier möglichst geschützt in den Nahkampf. Ja, das heißt, da kommt ein Angreifer und wir gehen hier geschützt rein. Ja, ihr seht, ich ziehe meinen Kopf ein und bin hier komplett hinter dem Keil. Wenn man von vorne schaut, sieht das so aus. Bin ich komplett geschützt. Ich kann den Arm gut stoppen, weil ich hier auf den Bizeps komme. Ja, es ist schwierig, hier den Schlag aus voller Kanne mit voller Kraft einfach nur so irgendwie abzublocken. Wenn ich hier nicht im richtigen Winkel unterwegs bin, schwierig. Hier ist es sehr einfach. Ja. Da brauche ich mich gar nicht groß anstrengen. Selbst wenn Sven mal ein bisschen fester zuschlägt, kann ich ihn hier immer noch stoppen. Deswegen verwenden wir den Keil. Schöne Technik, sodass wir dann auch nah an den Gegner rankommen. Damit wir direkt unsere Folgetechnik ansetzen können. So, aus der Ausgangsposition wollen wir euch mal zeigen, dass der Keil halt immer eine ganz gute Wahl ist, wenn es auch darum geht, andere Angriffe abzuwehren. Wir wissen ja nie, was von unserem Gegenüber kommt. Das heißt, es kann jetzt der Schwingerangriff sein, mit dem wir erstmal rechnen, will ich mal sagen, weil er halt sehr häufig ist. Aber es kann ja durchaus sein, dass da doch noch eine Gerade reingezogen wird oder doch mit der Linken geschlagen wird, was auch immer. Und wir wollen euch einfach mal zeigen, dass man mit dem Keil relativ universell unterwegs ist. Das heißt, hier gibt es viele Möglichkeiten der Anwendung, sodass ich immer irgendwo geschützt bin, aber auch die Möglichkeit habe, an den Gegner einfach gut ranzukommen. Ja? Also wir fangen jetzt einfach mit einer Geraden an, die mehr reingezogen wird. Bam. Ja, auch hier bin ich unterwegs. Ich treffe hier auch schon den Kopf. Ja? Das mache ich natürlich jetzt nochmal ganz nett. Aber aus dieser Position kann ich natürlich auch schön weiter arbeiten. Ich kann hier Druck machen. Ich habe ihn seitlich verschoben und kann von dort aus weiterarbeiten. Ja, wir können jetzt mal mit links kam ich mal schlagen, wie auch immer. Bam, ich kann hier reingehen. Das ist eine Variante. Ich gehe mit dem Keil auf die linke Seite. Ich gehe mit dem Keil auf die linke Seite, weil es gerade einfach mein Impuls ist. Ja, das heißt, ich weiß gar nicht, wie die Situation ist. Ich habe mega Stress und plötzlich kommt irgendwas geflogen. Und was mache ich? Ich handle so, wie es meine natürlichen Reflexe sagen. Das heißt, ich ziehe meine Arme nach oben und wir zeigen es nochmal. Bam, hämmer hier einfach rein. Ja. Die andere Möglichkeit ist, dass ich einfach sage, okay, ich habe einen Gameplan. Ich sage, wo es lang geht. Ich weiß, wie wir das ganze Problem lösen. Jetzt kommt der Schwinger mit der linken, ich gehe trotzdem auf die rechte Seite. Ich tauche hier weiter ein und smashe einmal volles Programm in meinen Gegner rein. Auch hier treffe ich massiv den Hals. Ich bin nah dran, kann das schön weiterarbeiten. Rein und hier geht es dann gleich weiter und in die Folgetechnik. Ja, also ihr merkt, wir können den Keil universell einsetzen. Das heißt, egal was da kommt, ich kann relativ geschützt in den Nahkampf gehen und dahin, wo ich hin will. Es gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Das wisst ihr, egal was wir tun, es gibt immer noch ein Ja, aber wenn. Wenn dies passiert, dann könnte das und so weiter und so fort. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Wir können einfach nicht alle Eventualitäten ausschließen, sondern einfach nur mit dem arbeiten, was wir bekommen und das Beste daraus machen. Und der Keil ist, wie gesagt, eine schöne Technik, um reinzugehen und da auch eine entsprechende Folgetechnik anzusetzen. Als nächstes machen wir die Folgetechnik. Das heißt, wir werden aus dem Combat Stance raus in den Keil gehen und werden dann in die Folgetechnik gehen. Das heißt, es wird jetzt in dem Fall ein Kniestoß sein, den wir ansetzen. Aber seht selbst. Was ich hierbei mache, ist, ich gehe mit dem Keil rein, smash hier wirklich rein, weil ich ihm wehtun will. Ja? Dann lege ich meine Arme hier runter und ziehe mich jetzt an ihn ran. Ja? Ich will in ihn rein und benutze jetzt mein Knie, um hier massiv zur Unterlage anzukommen. Das heißt, 1, 2, 3. Ich drücke ihn hierbei auch nicht runter, weil das ist gar nicht notwendig. Ja, wenn der Sven jetzt hier einfach locker neben mir steht und ich brauche nur mal das hier machen. Okay, einen Tiefschutz an. Okay, machen wir das nochmal. Ich brauche nur das hier machen. Da zieht er schon zurück. Ja? Das heißt,
da wird schon eine Reaktion kommen. Wenn er jetzt keinen Tiefschutz anhat und ich bremse dann mit meinem Knie rein, könnt ihr davon ausgehen, dass beim normalen Menschen oder Mann die Reaktion kommt, dass er sich nach vorne beugt. Ja, also wir brauchen niemanden runterdrücken, niemanden irgendwie hinschieben oder sonst irgendwas, sondern es passiert ganz von alleine. Und weiter geht's. Okay, das erstmal dazu. Das Sven ist, ich glaube, der Sven hat schon den ersten Treffer gerade abbekommen, der ordentlich war, aber auch das gehört dazu. Ich bin dann gleich dran, keine Sorge. Okay, in diesem Sinne, ja, wir haben jetzt wir haben den Stand gehabt, wir haben die Eingangstechnik gehabt und das war jetzt die Folgetechnik. So, als nächstes werden wir mal so das komplette Programm abspulen. Das heißt, wir gehen vom Combat Stance in den Keil, in die Folgetechnik mit dem Knie und machen dann Abschluss, so wie er sich gerade so ein bisschen anbietet. Ja, also das kann der Ellbogen nach unten sein, das kann durchaus auch ein Schleuderwurf sein oder was gerade passt. Hierbei geht es immer darum, dass ich in der Folgetechnik oder in der Folgetechnik eigentlich schon vorarbeite für die Abschlusstechnik. Das heißt, ich würde nie einen Schleuderwurf oder ähnliche Sachen ansetzen, wenn derjenige nicht reif dafür ist. Ja, das heißt, wenn der noch voll im Saft steht, wenn der noch volle Power hat, dann macht es überhaupt keinen Sinn, da in so eine Technik reinzugehen. Ja, dann würde ich eher den Schlag bevorzugen. Aber nicht lange schnacken, ne? Auf geht es. Bam, bam, bam. Und hier kann ich beispielsweise mit dem Ellbogen reingehen. Wie gesagt, wie die Situation ist, gerade bietet. Jetzt mit dem Knie nochmal dazu. Ja. Alles Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Hier gibt es durchaus Möglichkeiten. Der spontane Angriff kommt, arbeite rein, nutze auch hier mein Knie, gehe rein und arbeite hier nochmal weiter. Also letzten Endes gibt es hier 10 Möglichkeiten. Wir müssen uns auf das einstellen, was da kommt. Ja, je nachdem, in welcher Position er sich befindet. Da geht es einfach darum, relativ natürlich unterwegs zu sein und nicht irgendwas krampfhaft zu versuchen. Also ich zeige mal, was ich meine. Also ich werde jetzt mal einen Schleuderwurf versuchen, ohne dass eigentlich wirklich die Möglichkeit dazu besteht. Ja, und sowas machen wir einfach gar nicht. Ja, wir hören intuitiv, was passt. Aber ich probiere es mal, euch zu zeigen. Ja, warum? Nee, der Arm geht ja schon runter und um jetzt hier einen Schleuderwurf oder irgendwelche anderen Techniken zu machen, muss ich meinen Arm jetzt erstmal wiederholen. Ja, ist viel zu aufwendig. Da muss ich in die richtige Position gehen, nehme ich raus. Ja, sieht alles toll aus, aber ist halt überhaupt nicht effektiv und vor allem viel zu komplex, wenn die Situation nicht so gegeben ist. Das heißt, wenn ich nicht intuitiv schon so handle, lasse ich das Ding weg. Nutze die Dinge tatsächlich nur, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und es geht im Kern darum, möglichst einfach zu agieren. Ja, also ich werde jetzt einfach jetzt nochmal ein bisschen machen, dass wir hier nochmal reingehen. Zack, Folgetechnik 2, 3, Kicks zum Unterleib. Da kriegt er hier jetzt nochmal einen, zack, ins Genick. Und ich arbeite weiter. Und das Ding ist erledigt. Ja, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, zum Kopf zu schlagen im Anschluss. 1, 2, bam, jetzt kriegt er hier nochmal aufs Ohr. Wie gesagt, natürlich im Training alles ein bisschen vorsichtig, aber da klingeln dann auch schon die Öhrchen, wenn er da mit der flachen Hand einen draufkriegt. Oder man reißt es einfach ab. Das geht halt. Ja. Und das kennen wir. Okay. Ja. Nicht nachmachen, liebe Kinder. Ganz, ganz wichtig. Keine Ohren abreißen. Nein, nein, ist verboten. Ihr wisst Bescheid. Und ihr Erwachsenen bitte auch nicht. Okay.
So Leute, das war es jetzt mit dem ersten kleinen Technikvideo. Wir hoffen sehr, dass es euch Spaß gemacht hat und ja, dass ihr euch schon auf das zweite Video freut. Trainiert fleißig alles nach. Wenn Fragen sind, könnt ihr die gerne natürlich an uns stellen. Auf YouTube natürlich gerne auch in die Kommentare. Also, und denkt immer dran, always be ready!